Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cities Skylines Snowfall Baranien. Und hier brennen wieder fleißig die Häuser ab, man kennt's ja. Was haben wir denn sonst noch hier? Also, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass der Fliederhügel da sowieso nichts bringt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber also doch, ich wüsste schon warum, weil hier einfach so viele gebildete Leute sind. Hier passiert überhaupt nichts. Was ist denn, wenn ich jetzt hier eine Direktverbindung mache nach hier unten? Weil dann fahren die hier wieder alle die. Ja, es sind momentan nur die Straßen- und Standsetzungstypen, die hier rumfahren. Aber wenn man jetzt hier eine Direktverbindung machen würde, dann würden hier, keine Ahnung, wir noch alles rumfahren und die würden dann hier wieder hochfahren, anstelle den Tunnel zu benutzen. Was sie aber eigentlich tun sollen. Was sie auch hier alle total fleißig tun. Die fahren alle hier hinten so schön. Gibt's hier unten keine Drauffahrt auf die Autobahn? Nur eine Abfahrt? Ernsthaft? Die Auffahrt gibt's erst hier. Die müssen alle da lang fahren. Oh ja, solange es keinen Stau gibt, gibt's ja auch nicht. Guck, läuft alles wie am Schnürchen hier. Hätte ich erstmal nicht gedacht. So, hier kommen sie alle raus. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet. Also, da müssen wir mal gucken, ob wir nicht da noch eine Anbindung machen können. Das sind alles die Abfahrten und hier unten sind erst wieder Auffahrten. Die fahren aber alle direkt da drauf. Kaum einer fährt auf die. Wir müssen aber eigentlich auch noch. So von hier so eine Auffahrt machen oder so. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das ist irgendwie. Was ist, wenn man. Hier steht irgendwie ein. Ich glaube, da steht ein Krankenhaus. Kann das sein? Sieht so aus. Was ist, wenn man. Wenn wir hier so. Warte mal, what? Ja, nein. Ort ist bereits belegt. Ort ist bereits belegt. Oh Mann, nee, ey, das nervt mich immer. Oh, die ist bereits belegt. Das wird jetzt. Ja, komm, nehmen wir einfach. Das ist mir sowas von egal. So, dann haben wir hier eine Auffahrt. Direkt nach der Abfahrt ist eigentlich recht gut. Und dann machen wir nach der Abfahrt hier auch nochmal eine Auffahrt. Die würde ich aber hier machen. Glaube ich. Ich weiß nicht. Würde aber Sinn machen. Dann müssten hier nämlich nicht alle bis nach hinten fahren. Gucken wir mal. Die fahren jetzt hoffentlich alle da lang. Nee, fahren sie immer noch nicht. Doch. Warum fahren denn jetzt noch so viele hier unten rein? Weil die das noch nicht mitgekriegt haben. Weil dann ist nämlich von der City auf jeden Fall schon mal. Müssen die nicht alle da hinten hinfahren? Haben sie da eine Direktanbindung? Ja, gut, das schaut eigentlich gar nicht mehr so schlecht jetzt aus. So, ja, der Fliederhügel wird es trotzdem, der wird es trotzdem nicht machen. Denn der wird es nicht machen, das weiß ich jetzt schon. Wahrscheinlich machen wir da einfach nochmal. Paar Hütchen hin. Weil da will einfach keiner hin. So einfach ist das. Was wir noch machen könnten, das ist ja, ist das nur eine. Das ist aber eigentlich auch eine Straße, oder? Oder ist das nur.
Also ich glaube, das war. Darf ich mal gucken, was das ist? Das hätte ich jetzt doof irgendwie. Das ist nur eine Straßenbahn, okay. Wobei ich mir das gar nicht vorstellen kann. Die sind doch. Hier fahren doch auch Autos. Ach so, ja, die ist auch dementsprechend fetter. Und die geht auch nur bis hier. Jetzt frage ich mich, warum ich da nicht auch eine Straße draus gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich das wieder total vergessen. Zweispurige Straße mit Straßenbahngleis herkommen. Keine Verbesserung möglich. Dann ist das wohl eine. Okay, sah aber nicht so aus. Keine Ahnung. Dann machen wir das mal. Dann machen wir hier mal so eine Verbindung rüber. Hier so. Ja, hier ist auch noch nichts gebaut. Reise ich auch nichts ab. Und dann wird da noch ein bisschen was erstmal geguckt. Ja, ist alles komplett unterwassert. Dann können wir hier noch ein bisschen was bauen. Das fände ich super. Die hier wahrscheinlich auch alle. Und ist da auch Wasser? Überall Wasser. Okay. Boah, das ist ja schon mal recht schlecht. So, gucken wir mal. Also hier wird jetzt auf jeden Fall werden genug Leute Platz finden. Das steht schon mal fest. Wenn die was einkaufen wollen, dann können sie halt da vorne hingehen. Da brauchen sie nicht hier rumeiern. Ja, ganz einfach. Die gehen dann nach hier vorne hin. Hier ist genug zum Einkaufen. Ganz einfach. Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass der Fliederhügel benutzt wird. Deswegen ist jetzt die Frage, was machen wir dorthin? Machen wir dort gering besiedeltes Gewerbegebiet, Bürogebiet oder machen wir Wohngebiet dahin? Ja, das ist die Frage. Ich kaufe jetzt kein neues Land, aber danke der Nachfrage. Strom ist. Oh, Wasser, 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 Wasser. Wasser. Warte mal, erstmal Budget gucken. Ist 100. Ja, dann müssen wir noch was Neues Wasser hier anschaffen. So, ja, ist eigentlich total egal, weil. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, können die Leitungen auch einfrieren? Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber jetzt komm, sag mir nicht, dass da jetzt kein Strom. Ach, Leute, ernsthaft. Und jetzt? Kommt da jetzt Strom an? Oder ist es immer noch zu wenig? Okay. Okay, gut. So, Strom haben wir genug. Wasser haben wir jetzt wieder etwas mehr. Und irgendwie, glaube ich, ist die Musik zu laut, oder? Nee, okay. Manchmal ist dieses Dü-Dü-Dü-Dü. Dann ist es auch irgendwie total leise und dann Dü-Dü-Dü. Kennt ihr ja, ne? Das hätten sie noch ein bisschen anders machen können. Ich finde das irgendwie total komisch. Zuerst merkt man gar nichts, kriegt man da nichts von mit und dann. Da, 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 da. Heizung. Alter, wer braucht schon Heizung? Geothermie-Heizwerk. Ja, haben wir da irgendeins abge. Ne, das sind die. Ach ja, Müll. Können wir auch mal gucken. Okay. Die Heizviecher. Da haben wir doch. Haben wir nicht hier? Ne, das ist die Straßenbahndepot-Sache. Das ist Atomkraftwerk, glaube ich. Wir haben echt gerade sonst keine Thermie-Sache hier, ne?
zu wenig Dienstleistungen. Gebäudeleerung stoppen. Leute, ihr... Ach, ihr könnt mich doch mal ernsthaft... Ihr habt es so gewollt, dann mache ich hier draus jetzt einfach ganz normale... Was denn? Was mache ich denn da? Na, normalerweise müsste... Wie ist denn... Die Bildung. Kann man da mal irgendwie in ein Haus reingucken hier? Ich guck mal in ein Haus rein. Ungebildet 13. Die müssten sich doch alle um die Jobs da oben... Keine Ahnung. Die... Ja, komm. Wisst ihr was? Das ist mir sowas von egal. Zieht doch woanders hin. So. Es ist, die möchte gern High Society. Ja, ihr habt nichts zu wollen. Ganz einfach. Meine Güte. Ist doch lächerlich hier. So. Wenn ihr hier oben hinzieht, ja? Das Teil heißt halt, möchte gern High Society, ja? Und müsst ihr euch halt... So. Hier oben wird es nämlich demnächst nur noch Scheißjobs geben. Was pisst ihr euch eigentlich so an? Ganz ehrlich, guck mal. Das hier ist doch... Das hier ist Landwirtschaft und hier haben sie nur Ackerbau. Das Einzige, wo sie was anderes haben, ist hier. Und das kann doch bei weitem nicht für die alle reichen. Das kannst du mir nicht erzählen. Und wenn sie hier runterfahren, sind sie wieder bei der Forstwirtschaft. Okay. Hier gibt es ein paar Bürogebäude, ja. Aber ich glaube, da sind eher die Leute da, als die da oben da runterfahren. Als dass die da oben runterfahren. Was hat der? Hast du auch wieder ein Problem hier? Das ist mir sowas von Wurstwein. So, wie viele Schulen haben wir hier rumstehen? Keine, nur da vorne. Ja. Und zwar eine Grundschule, ne? Und eine Dingens. Eine Uni haben wir erst recht nicht. Och, Leute, ganz ehrlich. Das ist mir jetzt so egal. So, wie viele Leute haben wir jetzt verloren? Keine Ahnung. Minus 2. Minus 47. Ja, egal. So, was brauchen wir? Wir brauchen Industrie. Und das wollte ich hier oben nämlich noch hinbauen. Und zwar bauen wir jetzt hier eine schöne Straße hoch. Ort ist bereits... Wovon ist dieser bekloppte Ort belegt? Kannst du mir das mal erzählen? Was ist das denn, bitteschön? Eine kleine Insel. Von was ist denn bitteschön der Ort bereits belegt? Von dieser Insel oder was? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alter, ernsthaft? Was ist jetzt hiermit? Ich will normal. Nein. Normal nach oben, bitte. Und du normal nach unten. Danke. Dann müsst ihr halt da lang fahren. Das ist mir jetzt egal. Könnte ich die jetzt auch... Ja, aber bringt ja eh nichts. Mein... So, dann wird hier oben übrigens noch eine fette Industrie hingebaut. Und ich glaube, dann haben wir ein Problem mit unserem Hafen. Alter, aber diese Brücken, ne? Ich glaube beim... Mensch, hier ist wieder Überschwemmung angesagt, oder was? Mal vor, wie als wären wir in Holland da. ja, ich glaube, das könnte noch witzig werden hier. Dann machen wir jetzt hier so eine Doppelstraße. So, hier so hoch. Und hier so hoch. Ja, hier oben wird dann jetzt erstmal ein Industriegebiet entstehen. Was Schmutz macht. Weil wir haben ja immer so ein Problem, wenn es irgendwie, keine Ahnung, Nacht wird. Und ich denke, dass das vielleicht auch was damit zu tun hat. Weil anders kann ich es mir mittlerweile nicht mehr erklären. Weil ich keine Ahnung habe, woran es sonst liegen könnte.
Ich weiß nicht, woran es sonst liegen könnte, deswegen. Irgendwas wird schon sein. So, wir können jetzt hier in der Mitte eine Straße machen. Ja, sieht doch gut aus. Das machen wir jetzt auch hier. Und hier in der Mitte auch noch so einen so rüber. Und dann hier unten einen so runter. So, und da machen wir jetzt ein Industriegebiet raus. Und zwar eins, was Schmutz macht. Es tut mir leid, aber es muss sein. Nee, ich wollte ein Gebiet einkreisen. Danke der Nachfrage. Weil es nicht mehr anders geht. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das... ist. Ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass wir in der Nacht so wenig... Aber ich weiß es auch nicht, weil das finde ich dann auch ein bisschen... Den Hügel, ja. Kapitalismus ohne was denn? Mir fehlt jetzt irgendwelche Wörter wieder. Kapitalismus ohne Gewissen. So. Ja, dann kommt er mal. Schön industrieren. Und bevor das jetzt da oben... Boah, das wird sowas von böse. Ja, aber ist halt so. Kann man jetzt auch nichts dran machen. So, so, so und bis da so. Ja, das wird jetzt erstmal der Kapitalismus ohne Gewissen. Ich frage mich sowieso, ob es Kapitalismus mit Gewissen gibt. Also... egal. Vielleicht ist das sowas wie ein weißer Schimmel, wisst ihr, ne? So ein Paradoxon oder doppelt gemoppelt oder wie heißt das nochmal? Ach, ich müsste das eigentlich wissen. Egal. Gedichtanalyse und sowas und Textanalyse und Interpretation schon so lange her. Macht man nicht mehr so oft. Wenn man das nicht gerade durchnimmt. Ja, okay. Wir brauchen Wasser. Ganz klare Kiste, wir brauchen Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Und nochmal weiter. Und nochmal Wasser. Und dann sind wir fertig mit hier oben. Im Strom. Dann, oh ja, eigentlich müssen die hier unten jetzt anfangen, ne? Dann mache ich das hier oben erstmal wieder. Enddingsen. Das tue ich dann nachher wieder dazu. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Also eigentlich müssen wir jetzt genug Industrie haben. Ihr könnt mich doch verkackeiern jetzt. Nach Industrie- oder Bürogebieten. Ja, ich weiß, wonach ihr... Ihr wollt alle Bürogebiete, aber die kriegt ihr nicht. Ganz ehrlich, ihr seid die Möchtegern-High-Society und ich möchte... dass ihr die möchte gern Society auch wirklich mal seid. Und nicht nur einfach die Bürogebiete, die gibt's hier unten. Aber wisst ihr was? Ihr solltet doch bis nach unten fahren, ist mir doch egal. Wenn er meint, ihr müsstet unbedingt Bürogebiete haben wollen, dann könnt ihr bis hier unten fahren, wenn er meint. Machen wir es aus den Fliederhügeln. Machen wir jetzt. Was machen wir da? Ich weiß gar nicht, was wir da machen können. Ich bin mir gar nicht so sicher. Was machen wir denn dann daraus? Also wir machen auf jeden Fall Bürogebiete, aber wie man das Teil nennt? Wie nennen wir das denn? Apropos, da müssen wir dann auch noch so ein... so ein kleines Teil hier
rüber dingsen. So. Was ist denn jetzt da oben? Was passiert denn da schon mal was? Natürlich gar nichts. Überhaupt nichts. Die sind einfach zu hoch und zu gut gebildet da oben. Eigentlich müsste ich das ganze Gebiet wieder abreißen. Weil das kostet mir zu viel Bevölkerung. Oder ich lasse einfach neue Leute einziehen. Ich reiß das jetzt ab. Obwohl, warte mal. ...16 ungebildete Arbeiter würden da gebraucht werden. Nicht genügend Arbeiter. Die haben doch genug Arbeitsplätze hier oben, aber es geht keine Sau, das wahre Müsli, es geht keine Sau dahin. Ich will einfach keiner. Keiner möchte dahin. Okay, dann werden wir mal gucken. Dann machen wir hier oben auch noch direkt ein... Also erstmal machen wir hier unten das zu Ende. Das ist jetzt schon mal eine Sache. So.